So, ich darf Sie und euch ganz herzlich zur Pressekonferenz nach dem Spiel KFC Uerdingen gegen 1. FC Kaiserslautern begrüßen. Vor 4.453 Zuschauern verliert der KFC 0:3. Links von mir sitzt Gästetrainer Boris Schommers, rechts Daniel Steuernagel. Der Gästetrainer hat das erste Wort, bitte sehr. Ja, schönen guten Tag erstmal von meiner Seite. Ich bin natürlich sehr froh, dass wir heute auswärts 3:0 gewinnen konnten. Ich glaube, wir haben heute ein sehr gutes Spiel ab der ersten Minute absolviert. Wir haben ab der ersten Minute das Spiel bissig angenommen. Wir haben versucht, auch aktiv zu verteidigen. Wir haben versucht, die Räume hinten eng zu halten. Wir haben versucht, um jeden Ball zu kämpfen. Die Mannschaft hat das aus meiner Sicht sehr gut geschlossen umgesetzt. Können in der ersten Halbzeit schon das ein oder andere Tor machen, wo wir eben unter anderem auch mal eine Latte scheitern. Der Gegner hat, glaube ich, bis zur 25. Minute keine einzige Torchance, dann ein, zwei Distanzschüsse. Haben dann mal heute das Glück, dass wir uns erarbeitet haben, über ein Eigentor ins Spiel zu kommen. Gehen verdient mit 1:0 in die Halbzeit. Kommen aus der Halbzeit raus, müssen direkt in den ersten zwei, drei Minuten nach der Halbzeit das 2:0 nachlegen. Da waren wir fahrlässig mit unseren Möglichkeiten. Als wir dann das 2:0 und auch das 3:0 erzielt haben, war ich mir relativ sicher, bei der Struktur bzw. auch bei dem Auftreten der Mannschaft heute, dass wir dieses Spiel gewinnen würden, haben dann die ein oder andere Chance noch liegen lassen im 1-gegen-1, um das Ergebnis höher zu schrauben. Aber mir war heute als allererstes mal wichtig, dass die Mannschaft da dieses Gesicht zeigt, dass die Mannschaft von der ersten bis zur 90. Minute sich an den Matchplan hält, dass die Mannschaft als Mannschaft auftritt. Und hätte mir vorher jemand gesagt, dass wir auswärts bei einem guten Gegner 3:0 gewinnen und auch mal wieder zu Null spielen in der Ferne, hätte ich das unterschrieben. Von daher fahren wir, glaube ich, heute alle sehr zufrieden nach Hause. Vielen Dank. Danke, Herr Schommers. Daniel, dein Statement bitte. Ja, erstmal von mir. Hallo zusammen. Es war natürlich für uns heute ein sehr bitterer Nachmittag. Wir haben uns das natürlich ganz anders vorgestellt. Wir wollten eigentlich an die Leistung anknüpfen, die wir in den letzten Wochen gezeigt haben. Aber wir waren heute, nicht griffig, nicht gallig im Spiel gegen den Ball. Das war eigentlich die Basis von den letzten Spielen. Und haben wir dann eigentlich gehofft noch auf der Bank, dass wir mit 0:0 in die Halbzeit kommen, dass wir dann nochmal nachjustieren können. Und haben dann durch so ein unglückliches Gegentor, wo wir nicht zum Ball gehen und den Ball nicht behaupten. Und dann, ja, Kollege hat schon gesagt, dann durch ein abgefälschtes Ding dann in Rückstand geraten. Dann haben wir nochmal offensiv gewechselt. Und ich glaube, wo wir hätten heute nochmal ins Spiel zurückkommen können, war die Chance vom Tom Bure, wo er völlig allein im 16er ist, den Ball aber dann drüber spielt. Und danach, glaube ich, hat dann Kaiserslautern dann auch die Räume, die sie dann hatten, auch gut genutzt. Ja, unser Verhalten nach Ballverlust war natürlich heute nicht gut. Gerade beim zweiten Tor nach dem eigenen Eckball, wo wir dann eigentlich noch Zeit haben, uns zu organisieren. Das hat leider dann viel zu lange gedauert. Ja, so haben wir das zweite gefressen und beim dritten Tor war es ähnlich, auch eine Kontersituation, wo wir besser umschalten müssen. Das haben wir nicht gemacht und deswegen haben wir heute auch in der Höhe leider verdient verloren. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir einfach die Dinge, die wir in den letzten 4, 5 Spielen gut gemacht haben, da müssen wir wieder hinkommen, dass wir aggressiv gegen Ball arbeiten und dass wir jetzt hier in der Spielpause nutzen, intensiv zu arbeiten. Und dann müssen wir wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Danke. Danke, Daniel. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Einmal hier vorne. Eine Frage an Boris Schommers. Sie haben den Hendrik Zuck wieder reanimiert zum ersten Mal in einem Fußspiel dieser Saison in der Startelf. Was waren die Gründe und wie zufrieden hat er sich mit dieser Leistung stellen können? Ja, was waren die Gründe? Ich habe es ja damals schon angesprochen, ich habe vor 6 Wochen gesagt, als ich angetreten bin in Kaiserslautern, habe ich es der Mannschaft intern mitgeteilt, dass jeder Spieler bei Null anfängt, wie wir auch alle gemeinsam, dass jeder Spieler unter mir seine Chance bekommen wird, wenn er kontinuierlich darauf hinarbeitet. Zucki hat im Training gut gearbeitet, er hat sich nie hängen lassen, trotz der Tatsache, dass er als älterer, erfahrener Spieler vielleicht nicht am Anfang berücksichtigt wurde. Gerade in der letzten Woche hat er sich auch nochmal aufgedrängt und mir war es eben wichtig, auch ihm diese Chance zu geben, die er heute sicherlich gut genutzt hat. Gibt es weitere Fragen an die Trainer? Keine? Dann sage ich vielen Dank und wünsche erstmal eine schöne Länderspielpause. Den Gästen eine gute Heimfahrt und für uns geht es in 2 Wochen in Würzburg weiter. Vielen Dank, schönen Abend.